Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Ja, ich stehe hier direkt schon bei der nächsten Kiste. Die hatten wir noch nicht. Und wir werden wahrscheinlich wieder schöne Ausrüstung dafür bekommen. Genau, was kriegen wir denn? Feines Teil-Kipplaufflinte. 3 von 4. Das ist doch schön. So, jetzt habe ich auch schon das nächste Teil hier anfixiert. Und zwar suchen wir jetzt das nächste Überlebensversteck. Das hatten wir auch noch nicht. Das müsste hier ganz in der Nähe sein. Und dann werde ich direkt zum Lager gehen. In der Hoffnung, dass es ein Schnellreiselager ist. Das wäre ziemlich schön. Was habe ich denn jetzt hier gerade gehört? Es klang, als ob ich hier irgendein Tier gehört habe, aber... Aua! Aua, das waren 3 von 4, aber das hat geklappt. Das ist schön. Ich habe mich schon gefragt, wo die anderen... roten Tonnen stehen. 3 von 4. Okay, okay. Alles klar. Mal gucken. Das kannst du nicht. Und dann noch was. War das jetzt das Überlebensversteck? Ich glaube schon, ne? Ja, das war das Überlebensversteck. So. Und jetzt kann man da dann runter... Und da lang? Nein, wir müssen aber zum da anders. Nee, ich gehe mal hier zum Basislager. Ich habe aber keine Ahnung, ob ich hier weiterkomme. Muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, dafür muss ich wieder tauchen. Oder nicht? Muss ich dafür tauchen oder komme ich da so hin? Nee. Ist doch direkt hier oben. Okay. Alles klar. Haben wir mittlerweile Fähigkeitspunkte oder so? Nein, aber wir können unser Waffen-Upgrade machen. Ja, okay. Nehmen wir mal unsere Handfeuerwaffe oder noch cooler vielleicht Gewehr. Gewehr, Sturmgewehr. Mhm. Umwickeltes Magazin machen wir mal. Die Lederumwicklung sorgt für einen besseren Griff. Beim Magazinwechseln erhöht so die Nachladegeschwindigkeit. So. Siehste? Hat sich schon wieder gelohnt. Ja, wunderbar. So, und jetzt brauchen wir natürlich mal eine Schnellreise. Und das geht sogar. Das ist schön. Bräuchte mal eigentlich aber ein bisschen mehr Plan. Keine Herausforderung habe ich hier geschafft, wo ich gerade bin. Was gibt es denn hier überhaupt zu tun? Irgendwas muss ich hier anscheinend noch machen, weil das andere habe ich schon geschafft. Und Dokumente fehlt mir auch noch eins. Was fehlt mir denn noch? Ich habe doch hier eigentlich alles geholt. Hm? Nee, da bin ich. Oder da soll ich hin. Nee, nee, wir sind hier und da oben sollen wir hin. Aber ich mag diese Kartenansicht hier gerade gar nicht, weil es mir nicht sagt... Es sagt mir zwar jetzt, was da steht, was mir fehlt, aber ich sehe es nicht. Ja, dann gehen wir mal in die Sowjetanlage. Gehe ich da mal hin. So, da sind wir. In der Sowjetanlage. Und tada, hier ist direkt auch schon ein Dokument. Jetzt kann man natürlich wieder ein bisschen weiter rauszoomen. Herausforderung geschafft. 0 von 1 Truhen, 2 von 2, Relikte 3 von 3, Dokumente 3 von 4. Da werden wir gleich 4 von 4 haben. 1 von 1, 3 von 3. Sieht ja gut aus. Nur die Herausforderungen fehlen mal wieder. Aber okay. Schnappen wir uns das Dokument. Das Dokument. Was ist denn? Irgendwo unter der Treppe bestimmt. Hier so. Nee? Da. Lara, ich glaube, ich habe deine Spuren gefunden. Ich wusste, dass du lebst. Es braucht mehr als 1000 Tonnen Eis und Schnee, um meinen kleinen Vogel auszuschalten. In den Wäldern passiert etwas Merkwürdiges.
Und es ist nicht Trinity. Jemand anderes beobachtet mich aus den Bäumen. Ich hatte etwas Essen im Rucksack. Alte Energieriegel. Aber sie sind fast alle. Hab die letzte Nacht in einem toten Baum geschlafen. Und heute Morgen war da ein Geschenk für mich. Trockenfleisch und Beeren, eingewickelt in ein Hirschfell. Ich dachte erst, ich träume, aber hier ist jemand, der sich um mich kümmert. Ich hoffe, sie kümmern sich auch um dich. Ja, das war Jonah. Jemand hat Jonah beobachtet. Jacobs Leute müssen gewusst haben, dass er keine Bedrohung ist. Voll lieb von Jacobs Leuten und, was ist denn da noch? Eine Ratte. Die kann man natürlich auch anders töten, ne? Aber wär voll langweilig. Habe ich die jetzt nicht erwischt? Steht die hier vor mir? Entschuldige, aber ich habe sie mal eben noch gebraten, weil ich dachte, das wäre leckerer. Kann das Feuer jetzt mal aufhören? Oh. Mann. Okay. Gebrutzelte Ratte am Spieß gab es heute bei Lara. Lecker, lecker. Was ist jetzt mit den Herausforderungen hier? Ich hätte keine Ahnung, was man hier machen könnte. Muss man hier irgendwie rüber oder so? Haus noch 0 von 1. Keine Ahnung. Gibt es hier irgendwas zu tun? Irgendwas, was... Guck mal, da ist noch ein Totenschädel. Aber die werden doch eigentlich anders angezeigt oder wie oder was? Hm. Muss ich da jetzt noch mal einmal rüber? Was ist das für ein... Weil wegen Jonah? Weil das da passiert ist? Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sind wir die Herausforderungen einfach mal gerade egal? Dann würde ich sagen, next one. Nochmal hierhin. An die schöne Station. Herausforderungen. Kryptaschätze. Zisternenhülle. Ich gehe mal hier zum Bahnbetriebshof, wenn ich darf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei diesem Spiel eigentlich jedes Lager ein Schnellreiselager ist. Also, dass man vom Schnellreiselager überall hin kann. Damals ging das jetzt nur bei bestimmten Lagern. Sowjetanlage. Immer noch. Aber haben wir direkt ein Relikt und das andere ist da auch. Das ist super. Und wie es ausschaut, sind wir an einer guten Stelle, weil ich glaube, die Gefangenen sind hier auch in der Nähe. Das wäre gut, wenn wir die von hier aus leicht bekommen. Wir schauen mal. Mal gucken, was wir hier noch alles eingesammelt bekommen. Da war ein Sackgassenschild. Und kleine Hasen. Kleine Hasen, die man erschießen kann. Warte, kleiner Hase, warte doch auf mich. Hier ist noch ein Hase. Komm her, du Hase. Jawoll. Ja, er war im Lauf. Und den Vogel auch noch. Okay, dann nicht. Da, kleines Häschen. Pass mal auf, du, dich krieg ich auch noch. Ah, ach, aber. Zwar überhaupt nicht getroffen und es klappt trotzdem immer, aber. Schöne Erfahrungspunkte und Hammelfleisch. Okay, ich möchte da rüber. Vielleicht kann man das ja über die Leiter. Das wäre schön. Nee, aber dann komme ich da ganz nach unten. Das ist mir zu weit. Das ist mir zu weit. Ich will ja nur auf die andere Leiter.
Aber von da kann ich natürlich darüber wandern. Oh, aber ich will mich nicht wieder so verirren. Nee, dann laufe ich lieber nochmal hier rum und gucke, ob ich von da rüber kann. Kann man da nicht auch lang? Guck mal, da konnte man doch hoch. Geht bestimmt hier lang. Kletter mal rüber mit deiner Metallrüstung. Und da ist auch noch so ein Boom. Aber das ist leider keine Herausforderung an der Stelle. Schade eigentlich. Oh Gott, ja. Wisst ihr noch, was hier passiert ist? Der arme Mann. Mit der Blinde, der hier war. Nicht mehr gucken konnte und so. Es war voll gemein. Es ist doch ganz hier in der Nähe. Wo ist denn das? Ist das doch hier? Draußen? Komm ich hier besser irgendwo noch hin? Muss ich hier doch nochmal um die Ecke? Hä? Ich glaube, ich muss einfach nur da drinnen weiterlaufen und dann ist es um die Ecke rum. Na, und im Laufen sind wir ja gerade ganz gut. Topform. Ja, aber ich will ja nicht hier oben... dann will ich ganz zurück. Kommt man hier irgendwie durch? Irgendwie raus? Damals kamen wir doch auch von irgendwo. Kann ich hier durch das Loch nochmal? Ja, ne? Ja. Genau. So. Dann können wir jetzt hier die Tür... So, die können wir noch aufmachen. Die haben wir nicht aufgemacht? Wieso nicht? Guck mal, was wir hier noch alles Schönes haben. Ein Gulag-Ausweis von einem Gefangenen. Mhm. Okay. Kino. Irgendwas. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass sie dazu vielleicht noch mal was sagt. Wenn sie das schon findet und einsammelt. Und ein Schrank. Und eine Kiste. Und damit haben wir auch schon wieder alles Mögliche gefunden. Nur nicht das Relikt, was ich eigentlich noch finden wollte. Aber okay. Das ist irgendwo rechts. Nein, warte, komm doch her. Das ist doch doof. Ich laufe jetzt nochmal hier rum, wenn ich kann. Und... Kannst du hier durch? Nein. Kannst du hier irgendwie lang? Da sind irgendwie... Da sind Gefangene oder so. Und nochmal das Loch hier. Okay, an die Stelle erinnere ich mich gerade nicht mal. Was ist denn hier los mit euch, Ratten? Was wuselt ihr denn hier so rum? Wie irre. Jawoll. Wusste, dass du die Runde wieder zurückdrehst. Ja, ich rede schon wieder mit den Ratten. Okay, das Relikt. Als wäre es vor meiner Nase und ich komme schon wieder nicht ran. Sowas nervt. Die Tür, die kann ich echt nicht aufmachen. Da oben kann ich auch nicht hin. Kommst du da irgendwie rüber oder so? Nee. Ja, dann weiß ich auch nicht. Hier nochmal hin. Da ist das doofe Ding. Können wir das hier zum Explodieren bringen, weil das alles so irgendwie so giftgasig ist oder so? Weißt du? Okay. Tja. Ich glaube, da, wo das Relikt ist, da müssen wir sowieso mal hin.
hier wieder raus. Hier komme ich auch nicht weiter. Ich kann hier wieder durch, aber ich kann nicht nach rechts irgendwie hoch oder so. Das gibt's doch nicht. Nee, das ist voll da von innen. Ich muss dahin, wo das Haus hier von innen ist. Wir müssen es irgendwie rübergehen. Kann ich hier nicht einfach hochspringen und rüberklettern? Zack, wäre ich da. Genau da. Ich muss einfach nur rüberkommen. Beziehungsweise von innen raus. Kann man hier irgendwie vielleicht übers Auto? Ach, guck mal. Ich glaube, man kann hier übers Auto nochmal durch. Nee? Na, das kann doch jetzt nicht sein. Sieht aus, als wäre ich da auch hergekommen. Als wäre man, könnte man da von innen wieder raus. Das gibt's doch jetzt nicht. Ja, also... Ich mach mal eben kurz einen Cut und such den Weg. Bis gleich. Ja, ich habe keine Ahnung, wo, wie, was, wohin. Ich bin jetzt wieder ganz woanders. Ich cruise einfach mal ein bisschen hier herum und habe mir so währenddessen gerade überlegt, dass ich, natürlich werde ich das noch herausbekommen wahrscheinlich, aber wenn es nur um Herausforderungen geht oder so, dann kann ich das ja auch noch nach dem Spiel offline machen, dachte ich so, dass ich aber die Relikte, Krypteingänger, Gräber, Dokumente, das werde ich auf jeden Fall mit euch zusammen einsammeln und Herausforderungen, wenn sie mir halt gerade über den Weg laufen, klar, mache ich dann, aber ansonsten werde ich jetzt hier nicht stundenlang durch die Gegend laufen, nur um diese blöden Herausforderungen noch alle hinzubekommen. Deswegen habe ich auch schon wieder das nächste Ziel anvisiert und hier geht es jetzt um einen Kryptoeingang. Wir sind übrigens hier gerade, Sowjetanlage und hier soll es irgendwie, ja, diesen Kryptoeingang geben. Wie ich da jetzt hinkomme, weiß ich natürlich auch wieder nicht und anscheinend ist das hier auch schon wieder eine unsichere Gegend. Und ich denke immer, man kann diese Fackeln da irgendwie abschießen. Aber naja. Ich werde mal... Kannst du hier... Nee. Genau. Weil die Frage ist, geht's da lang schneller oder da lang? Ich habe immer ein bisschen Schiss. Ob oben lang oder unten lang? Okay, wir gehen mal nach unten. Aber wenn's... Ich hoffe, es war eine gute Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass wir von hier irgendwie besser in den Kryptlein kommen. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal was. Das ist schön. Wieder was gefunden. Jawohl. Ein Ressourcenkram. Ich habe auch derweil schon... Ja, ist jetzt doof, weil ich den Eingang gesucht habe. Und jetzt wisst ihr auch nicht, wo es ist. Ich weiß es aber auch nicht. Muss mich da nochmal schlau machen. Aber irgendwann reicht es auch mal. Dann bin ich oft genug hinhergelaufen, habe ich keinen Bock mehr. Da komme ich nicht hoch. Hier. Was ist das hier? Achso, das ist so ein Termitenholzpilzstumpf. Schön. Hey, dann können wir doch jetzt bestimmt wieder Giftpfeile machen. Die kann ich die ganze Zeit nicht mehr machen. Jawohl. Cool. Nee, das kann ich noch nicht machen. Kryptoeingang. Kryptoeingang ist ganz weit rechts, alles klar. Und ich laufe nach links, das ist schön. Das ist schön, tolles Gefühl. Pfeile und es klingt schon wieder, als wären hier Feinde. Kann ich hier irgendwie das ranschießen? Bringt mir das was? Nein. Okay. Ich bin bestimmt wieder sonst wo, ne? Mach schon wieder was ganz anderes. Oh, hier sind aber die wieder. Die habe ich doch damals schon alle erledigt. Warum muss ich das nochmal machen? Komm. Sterbt beide. Hier ist bestimmt noch einer. Hm? Wo seid ihr alle? Keine Ahnung. Eigentlich will ich auch zur Krypta. Was? Genau da.
Ja, glaube ich, hab ihn, ne? War's das? Ja, deine Flaschen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir sind hier, um Sachen einzusammeln. Ich habe hier gar kein... Es geht hier gar nicht um Feinde gerade. Das hatten wir schon und kommt auch noch im Finale. Aber ja gut, man kann schön Sachen von ihnen einsammeln. Es hat auch was Gutes. Aber prinzipiell bringt mir das nur aus dem Konzept, dass ich immer denke, ich muss hier noch... Na, ich habe mich wieder verlaufen. Es ist... Na. Irgendwie... Ja, das ist, wenn man mit dieser Seilrutsche voll runterknattert, dann kommt man sonst wo raus. Kann aber auch der richtige Weg sein, um überhaupt dahin zu kommen. Ich meine, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg, so von der Richtung her, aber wenn man den Weg nur einmal gegangen ist, dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht alles auswendig, wie ich nochmal wie wo hingekommen bin. So, jetzt bin ich schön weit oben und jetzt bin ich voll in die andere Richtung, ne? Mann! Ja, dann runter. Keine Ahnung, wo wir jetzt wieder hinkommen. Woanders halt hin. Dafür bekomme ich auch schon wieder ordentlich Punkte, das ist schön. Aber ich bin wieder im Arsch der Heide. Ja, da unten wollte ich eigentlich hin und bin schon wieder sonst wie mit der Seilbahn rumgecruised. Aber wir sind schon wieder hier in Nähe von den Pechvögeln. Das ist auch schon wieder gut. Aber irgendwie echt... Ja, weiß ich auch nicht. Kommen wir von hier vielleicht zu den Pechvögeln, die sich irgendwie sonst wo aufhalten. Das wäre auch gut. Um wieder den Kreis zu schließen, den ich irgendwann mal begonnen habe. Oh Gott, jetzt bin ich ja doch wieder hier mit den Scheißtüren. Oh, ich fasse es nicht, ne? Ja, jetzt bin ich schon wieder hier bei dem Relikt. Ja, geil. Ja. Zack, bin ich wieder da. Ich bin nur irgendwie auf der anderen Seite gewesen. Ja, aber das bedeutet ja, dass man definitiv irgendwie von hier aus dahin kommen muss. Das geht ja gar nicht anders. Also, wollte das eigentlich gerade umgehen. Könnte mir aber vorstellen, dass in dem Krypta-Eingang... Nee, das macht keinen Sinn. Der Krypta-Eingang ist da, aber die Pechvögel, die sind hier. Vielleicht muss ich einfach erstmal in die Höhle kommen. Und dafür werde ich zum Lager gehen und das mache ich im nächsten Part. Und werde zu diesem Kupferwerkhof. Da gehe ich mal hin. Mal gucken, ob wir dann die Pechvögel finden, die Trottel vom Dienst. So, mal gucken, ob wir die dann retten können. Leute, sorry für das Rumgeeiere hier. Hier und da finde ich ja auch was, aber es ist noch nicht in der Geschwindigkeit, in dem Ausmaß, wie ich es eigentlich schnell machen wollte. Aber trotzdem, schaut doch gerne bitte wieder rein und dann, wir werden auf jeden Fall alles noch hinbekommen, früher oder später und dann geht's ins Finale. Bis dann!